So, was soll ich sagen? Das Ende ist nahe und in dem Fall ganz besonders nahe. Was soll ich sagen? Ich mache jetzt noch einen Speicherpunkt. Spiel speichern, ein neuer Spielstand. Zack. 15.40 Uhr, ihr seht es selber, Nocturne, Ob 55N1, was auch immer das bedeutet. Und ja, ich würde sagen, wir sind am Point of No Return. Ja, dem bin ich mir bewusst. Na dann, hallo und herzlich willkommen in der finalen Mission. Let's do this. Gott, ist mir schlecht. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Diese Porzellanschlampe bedeutet nichts als Ärger. Ich weiß, ich bin vorsichtig. Vorsichtig zu sein ist nicht gerade eine deiner Stärken. Beim ersten Anzeichen von Ärger hauen wir ab. Na gut. Können wir so machen, müssen wir aber nicht. Hallo, schönen guten Tag. Hanako-sama ga omachi da. Das ist sehr schön. Hallo, schönen guten Tag. Sie hat alle weggeschickt? Scheiße. Ausgezeichnet. Du bist gekommen. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Danke fürs Treffen. Natürlich, wie. Und ich danke dir. Ich dir auch. Ehe wir ins Detail gehen, möchte ich dir etwas erklären. Okay. Und zwar, warum ich mich entschlossen habe... Oh, das könnte... Ui. Du wusstest nicht, ob du mir glaubst, dass Yorinobu euren Vater getötet hat? Aber jetzt... Ich wusste es. Von Anfang an. Wie bitte? Was? Alle Vorstandsmitglieder wussten es. Absolut niemand glaubte die Geschichte... Ach so, ja, na großartig. Na gut, dass wir uns so viel Arbeit gemacht haben. Die Details passten einfach nicht zusammen. Du wusstest es und hast nichts getan? Und jetzt hast du plötzlich dein Gewissen gefunden? Mein Vater hat Fehler gemacht. Naja, gut, das kann man jetzt so oder so sehen. Wenn ein Gegenspieler ihm im Weg war, hat er ihn gnadenlos beseitigen lassen. Wunderbar. Yorinobu konnte so nicht weitermachen. Aber für Vater heiligte der Zweck immer die Mittel. Saburo Arasaka hat immer nur eines wirklich... Loyalität. Geschützt. Es ist immer Loyalität. Weißt du, was das war? Immer Loyalität. Macht Familie, den Konzern kein... Okay, Loyalität kann man jetzt nicht so, deswegen nochmal Familie. Familie. Alles in Ordnung? So ist es. Ja, Family. Fast and Furious Herzen, Teil 300. Dass sie überlebt, weiter besteht. Stabil und ohne Widersprüche. Yorinobus Taten malen ein ganz anderes Bild. Yorinobu hat die Hand gegen Vater erhoben. Aber er ist ein Arasaka, Teil der Familie. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Du sollst nur wissen, dass meine Unfähigkeit... Ja, es ist immer komplizierter. Ja, leck mich doch. Es ist komplizierter. Mhm. Er ist dein Bruder. Es war schwer und wird noch schwerer. Schon klar. Aber warum der Sinneswandel? Wir wurden auf der Parade gewarnt. Sicherheitsvorschriften wurden verletzt. Aha. Es kamen die ersten Zweifel auf. Ja. Mhm. Noch mehr in deinem Versteck. Als die Schläger meines Bruders nicht zur Rettung, sondern zum Töten kamen. Aha. Yorinobu so, so war bereit, dich einfach so zu opfern. Mein Vater hatte recht. Wir haben Yorinobu nie etwas bedeutet. Tja, ich schwierig. Wurde als Herz der Familie erzogen. Und jetzt ist es an der Zeit. Das Herz der Familie, hat sie schön gesagt. Muss man, muss man ja lassen. Und die Gerechtigkeit siegt. Hast du wie vereinbart Soul Killer mitgebracht? Finger am Abzug, verrat dir kein Wort. Tja. Du scheinst mir nervös. Ist irgendwas? Ich weiß nicht. Dieser AV ist schon dreimal vorbeigeflogen. Glaubst du, jemand verfolgt dich? Keine Zeit für Ablenkungen. Hast du Soul Killer? Natürlich habe ich Soul Killer nicht dabei. So gut kennen wir uns nun wirklich nicht. Du lässt Vorsicht walten. Verständlich. Aber völlig unnötig. Ja. Mhm. Wir sind hier, weil ich weiß, wie man dein Leben retten kann. Ich kann dich nach Ich würde so gern glauben, ne?
Und wie? Mikoshi existiert nicht in der wahren Welt. Aber seine Zugangspunkte. Und einer ist ganz nah. Wo? Ja. Hier in Night City. Boah, das sieht so wunderschön aus mit der Bar und dem Licht und ach, fantastisch. Lass uns abhauen. Sofort. Ich will hören. Du willst weg? Wie kommst du nur darauf? Dann quatsch nicht dauernd dazwischen und hör ihr zu. Das wird ein Desaster. Ja. Setz dich. Wir haben keine Zeit. Und ich würde sagen, vor allem jetzt nach Phantom Liberty habe ich keine Wahl mehr. Du weißt, wie man mein Interesse weckt. Also dann, rede. Mein also dann. Bruder. Riechst du das auch? Stinkt nach Bullshit. Geh bloß nicht drauf ein. Er muss für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Hm. Erstmal einen saufen. Sicher ist sicher. Klingt, als willst du Rache für deinen alten Herrn. Ich will, dass die Arasaka Corporation die Wahrheit erfährt. Und wie hast du dir das vorgestellt? Yorinobu. Hanako-sama, sorosoro gojitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu. Oh, das sieht ein bisschen nicht so gut aus, aber na gut, halb so wild. Yorinobu wird bald ein Vorstandsmeeting einberufen. Er klippt da halt ein bisschen durch, ne? Aller Fraktionen ja, neben Masse nix. Teil. Der perfekte Moment, ihnen mitzuteilen, wie mein Vater wirklich gestorben ist. Ich will dich in dieses Meeting holen, damit du gegen meinen Bruder aussagst. Tja, da kommen wir nicht mehr lebend raus, oder? Hm? Spiel einfach mit offenen Karten, Hanako. Hilf mir, Yorinobu loszuwerden. Dann helfe ich dir, das Konstrukt loszuwerden. Klingt riskant. Du willst, dass ich Yorinobu vor der versammelten Führungsspitze schlecht mache? Nenn mich verrückt, aber das klingt nach Selbstmord. Das weiß ich. Deshalb werde ich die nötigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und wie stellst du dir das vor? Du wirst sehen. Okay. Nehmen wir an, es klappt. Was dann? Du übernimmst den Arasaka-Thron? Wie kommst du denn darauf? Ich ging davon aus. Außerdem hat Takemura gesagt, es war ohnehin geplant, dass du Yorinobu in Night City vertrittst. Jeder sollte wissen, wo er hingehört. Wie? Das hat mein Bruder nie verstanden. Ich weiß es. Und will daran auch nichts ändern. Ich weiß auch, wo ich hingehöre. Und wo ich herkomme. Vielleicht, wenn alles irgendwann mal vorbei ist, finde ich mich genau dort wieder. Vielleicht. Wenn du deinen Wert beweist. Scheiße, ich kotz gleich. Also? Tja. Das Angebot ist gut. Ich muss das überdenken. Natürlich. Aber denk schnell. Na gut. Yorinobu ist seit der Parade argwöhnisch. Wir haben nicht viel Zeit. Ich schaffe uns hier raus. Versuch nichts Dummes. Warte. Ist alles in Ordnung, Hanako-sama? Mir geht es gut, aber ihm nicht. Ist schon gut. Alles okay. Ja, jetzt kippe ich um, pass auf. Na. Fuck. Sieht aus, als läuft dir die Zeit davon. Ja, so sieht's echt aus. Triff eine Entscheidung. Ich denk drüber nach. Du brauchst frische Luft. Sofort. Okay. Dann gehe ich raus an die frische Luft. Relic-Fehlfunktion entdeckt. Ja, mir geht's richtig, richtig scheiße. Fuck! Okay. Tschüss! Scheiße, Feind. Ich hab dich gewarnt. Was machst du? Scheiße, wir sind jetzt so kurz davor wie. Und du kannst dich nicht mal auf den Beinen halten. Aber ich schon. Dein Körper hört auf mich. Verstehst du, was ich sagen will?
Ja, ich verstehe schon. Das gefällt mir nicht. Komm schon, jetzt sieh's endlich ein. Wirf das Pseudo-Endotrizin ein und lass mich ans Steuer. Nein. Ich bring uns nach Scheiß Mikoshi. Wie noch gleich. Jedenfalls ohne diese hinterfotzige Arasaka-Porzellanpuppe. Ohne Hilfe haben wir keine Chance. Stimmt. Jetzt macht er sich erstmal eine Kippe an im Aufzug. Sie hat's immer noch drauf. Außerdem schuldet sie mir was. Okay. Die hätte vielleicht vor 50 Jahren was für dich riskiert. Aber jetzt glaube ich kaum. Ich überzeug sie. Schließlich kennen wir uns mit solchen Sachen aus. Ich weiß nicht. Wir sprengen uns in den Saka Tower, genau wie früher. Und dann suchen wir den Weg nach Mikoshi. Das ist unsere einzige Chance. Was ist mit Panam? Sie hat Hilfe angeboten. Hm. Ich weiß. Du und Panam, ihr habt was Besonderes. Das verstehe ich. Echt. Aber genau deshalb ist die Idee scheiße. Du solltest sie da nicht reinziehen. Den Fehler habe ich auch mal gemacht. Lass sie und ihre Leute außen vor. Wenn einer stirbt, gibst du dir am Ende nur die Schuld. Hm. Unsere einzige Hoffnung sitzt genau in diesem Moment im Afterlife. Und sie heißt Rogue. Hm. Hanakos Angebot steht noch. Ja. Sorry, als ob Hanako... Ach komm, lass den Scheiß. Sie hat wenigstens Macht und kann helfen. Boah, das ist alles unendlich kompliziert. Helfen, okay, ich verstehe, was du sagst. Du glaubst, mit der Konzernfotze zu arbeiten, wird es lohnenswerter machen. Dann hör jetzt genau zu. Die Konzernkleptokratie ist keine Option. Rogue und ich ziehen das durch. Genau wie früher. Schön langsam, Arschloch. Was soll das werden? Das ist mein Körper. Ich entscheide. Nicht dieses Mal. Johnny! Scheiße, sieh dich doch an! Na toll, du machst schon wieder einen Abgang? Ja, ich mach schon wieder einen Abgang. Bin ich. Noch. Bin ich. Nein, es ist nicht, was du denkst. Noch nicht. Okay. Scheiße. Langsam. Beweg dich erstmal nicht. Vic? Ich weiß, es tut weh. Du warst weggetreten, als du hier ankamst. Musste dir Beta-Haloperidol geben. Ah, Gesundheit. Aber Lichtübersensibilität ist gut. Heißt, dass deine Sehnerven noch intakt sind. Ja, mein Kopf. Mein Kopf. Ah. Der Biochip ist fast wieder stabilisiert. Fühlt sich an. Als ob jemand deinen Kopf als Messerblock benutzt. Ja. Wie bin ich hier gelandet? Hast dich hergeschleppt, mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst und verlangt, sofort behandelt zu werden. Sag ihm, es war dein Schutzengel. Ich war nicht ganz ich selbst. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Sag mir die ganze Wahrheit, Vic. Du bist an einem kritischen Punkt. Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Ich versuch's. Mir geht's wirklich gar nicht gut. Ich glaube, ich spür wieder was. Tja. Langsam. Wieder ein Sieg. Für die Geschichtsbücher. Für die Geschichtsbücher. Ja, das wird später mal in alle Geschichtsbücher geschrieben werden, Alter. Fucking wie hat's mal wieder gemacht. Und? Ich kann schon wieder sitzen. Aber ich sehe
Du hast schlechte Neuigkeiten. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Noch ein Anfall und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Scheiße. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Kapiert? Ja. Was glaubst du, habe ich die ganze... Die Sache in die eigene Hand nehmen? Was glaubst du, tue ich die ganze Zeit? Was es auch ist, es führt dich immer wieder auf meinen Tisch. Ja. Siehst du das Zeug da drüben? Ja. Was ist damit? Dort findest du die letzte Dosis Pseudoendotrizin. Geschenk von Misty. Okay. Willst du den Stimmen im Kopf nachgeben? Nur zu? Verlass die Welt. Still und leise. Oder finde einen anderen Weg. Bring es auf deine Art zu Ende. Ich hab dir auch ein Geschenk hingelegt. Locker. Schaff die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe. Der Rest liegt allein in deiner Hand. Okay. Du hast ihn gehört. Wir haben noch eine Chance. Ich übernehme. Endotrezin, Rogue, Saka Tower. Nur so haben wir eine Chance. Hör auf zu nerven, Johnny. Es ist meine Entscheidung. Würde ich auch sagen. Ich muss darüber nachdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Ja. Scheiße, das habe ich gehört. Gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Ja. Ich glaube, ich schaff's. Pistole. Wie auch immer du entscheidest. Zuerst sollten wir von hier verschwinden. Scheiße, Mann. Auf Wiedersehen, Victor. Sag mal, wer hat gewonnen? Oh, du hast es gehört. Ist er wieder aufgestanden? Dieser Walsh. Nein, tut er nie. Aha. Was meinst du? Ist eine Wiederholung. Gucke ich immer mal an. Warum hast du dich dann so aufgeregt, wenn du wusstest, wer gewinnt? Keine Ahnung. Vielleicht denke ich einfach nur gern darüber nach, was Walsh falsch gemacht hat. Und das wäre? Gegen einen Stärkeren in den Ring zu steigen. Aber das als Fehler zu bezeichnen, wäre komisch. Ja. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken, Vic. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Und jetzt geh. Okay. Ich will zumachen. Alles klar. Na, nimm dann die Mats und tu, was du tun musst, Vic. Danke, Vic. Das werde ich. Pass auf dich auf. Viel Glück, Kleiner. Danke. Ich glaube, das Glück können wir jetzt gut gebrauchen. Hey, Vic, ich hab deine Gedanken gehört. Nocturne. Das war nicht meine Absicht. 5-5-N1. Tut mir leid. Nicht nötig. Ich weiß, was los ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Ja. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Okay. Okay. Ich glaube, Vic hat eh die Schnauze voll von mir. Sei ihm nicht vermutlich, böse. Ja. Seine Chakren sind heute blockiert. Und er hatte zu viel Kaffee. Ah, das ist schlecht. Und lass mich raten. Meine Aura stört. Mhm. Fürchte. Ja. Okay. Okay, geh vor. Was macht diesen Ort so besonders? Ich war mal mit Jackie dort. Er ist nicht weit. Okay. Jackie? Was hat er mit all dem zu tun? Ja, der ist auch tot. Was wie denn? Du bald wahrscheinlich. Na komm. Scheiße. Eieiei, du. Können wir wieder Hoppy machen? Wir können nicht Hoppy machen. Hoppy will heute nicht. Wo willst du hin? Ach, hier. Hier gibt's einen Aufzug? Bin ich hier schon mal dran vorbeigelaufen? Ich weiß es nicht. Was soll ich sagen? Ab nach oben zum Dach. Ganz oben. Er hatte denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Denkt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir,
Signora Wells auf der einen Schulter, dein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Niemand. Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber er fand den Mut, sich zu vertrauen. Nachdem wir hier waren. Na dann, ich stelle mich mal hierher. Oh, sieht das schön aus. Boah! Besser. Luft. Ja. Siehst du die? Ja. Alter Schwede. Ganz ehrlich, es ist wunderschön. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Danke, Misty. Du hattest recht. Guter Platz. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Digga, diese Lichter, es ist du einfach. Weißt schon. Atemberaubend. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Das ist er. Secure your soul. Hm. Ich lasse dich jetzt allein. Danke. Nimm dir Zeit. Werde ich tun. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ja, ich dachte, dafür bin ich bekannt. Nope. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow, Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein, aber was immer du entscheidest, birgt Risiken. Wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. No. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu's jetzt. Die Pillen können warten. Okay. Und wir haben eine Option. Wir können Panem anrufen. Und wir wissen alle, das ist genau das, was ich tun werde. Wo ist meine Maus? Also mich zu verabschieden ist nicht mein Stil, das passt nicht. Ich würde sagen, wir rufen Panem an. Ich rufe Panem an. Panem. Ich will nur ihre Stimme hören. Ich hoffe, das ist alles. Wirklich alles. Schauen wir mal. Hey. Panem, hey. Weißt du, wie spät es ist? Ich brauche nur eine Minute. Dauert nicht lange. Ich wollte nur deine Stimme hören. Hast dir eine gute Uhrzeit dafür ausgesucht. Nee. Okay, was ist los? Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen. Was? Weißt du, meinetwegen. Geh doch. Nein, 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 so meine ich das nicht. Entscheide dich mal. Es gibt da was, das ich heute tun muss. Das Risiko ist hoch. Enorm. Aber ich muss es tun. Was ist es? Nichts fürs Holo. Lieber persönlich. Dann laber nicht und sag mir, wo du bist. In der Stadt? Ja. Das heißt, wir treffen sie nochmal. Okay. Setz dich irgendwo hin und warte. Ich komm zu dir. Du verstehst nicht. Die Zeit habe ich nicht. Hat das mit dem zu tun, was du mir erzählt hattest? Ja. Hat es. Okay, dann sag ich dir jetzt was. Es gibt immer einen Ausweg. Du machst Folgendes. Atme ein paar Mal tief ein und denk nach, worüber wir geredet haben. Dann ruf mich wieder an. Aber... Ende der Diskussion. Gut gemacht. Sie hat mich nicht zu Wort kommen lassen. Ist wohl besser so. Du hättest nur zu viel ausgeplaudert. Gut, dass du angerufen hast. Diese Chance hätte ich damals auch gern gehabt. Das heißt, das war's, oder? Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, ha? Huh? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt versuche ich dir den Arsch zu retten. Wenn du es nur zulässt... Oder du versuchst es mit Panem und ihren Wanderhuren. Aber wenn sie sterben, wirst du darunter leiden. Oder du nimmst Arasakas Stil an, aber dann hast du deine eigene Seele auf dem Gewissen. Es gibt... Boah, das ist eine so schwierige Entscheidung. Arasaka zu vertrauen ist riskant. Ganz ehrlich,
Warum sollte ich sie nicht um Hilfe bitten? Ich meine, ich weiß, es kann richtig übel ausgehen, aber es kann auch richtig, richtig gut ausgehen. Das ist hart. Eine Sache, die ich gerne nur für mich selber machen würde. Ah, speichern ist derzeit nicht möglich, habe ich mir gedacht. Okay. Ja gut, dann muss ich im Zweifelsfall das Level nochmal spielen. Dann würde ich sagen, also keine Ahnung, ich könnte es jetzt lang in die Länge ziehen und über, ne, und könnte erklären, warum Rogue und du vielleicht nicht die beste Idee ist, Arasaka zu vertrauen. Könnte sich aber auch lohnen, aber ich würde sagen, wir folgen unserem Herzen und bitten Panem um Hilfe. Ich werde Panem um Hilfe bitten. Alles oder Bist nichts. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Warte. Gib mir noch eine Minute. Ja. Ich muss nochmal darüber nachdenken. Johnny. Ja, komm. Ich werde Panem um Hilfe bitten. Ja. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Dann ist es so. Dann würde ich sagen, Omega-Blocker nehmen. Ich könnte einfach jetzt Schluss machen, das ist nicht ehrenhaft. Alles oder nichts. Ich versuch's mit Panem. Ich glaube, die Entscheidung wirst du bereuen. Und wahrscheinlich, ja. Werde ich nicht da sein, um dir zu helfen. Das könnte das letzte Mal sein. Wenn es nicht klappt. Dann soll es so sein. Ich will einfach da sein. Alles mitkriegen. Aber ich muss sagen, ich glaube, Cyberpunk ist so ein Spiel, das lohnt sich auf jeden Fall noch ein, zwei Mal zu spielen, um einfach auf verschiedene Enden auszuprobieren. Ja. Johnny. Johnny ist weg. Okay. Nur ich. Na dann, Panem anrufen. Alles oder nichts. Und wie er da angerufen, währenddessen er gerade aufgestanden ist. Ja. Freut mich zu hören. Also, schieß los. Ich muss in den Arasaka Tower. Jetzt. Du musst was? Ich mein's ernst. Die ganze Johnny-Sache. Wenn ich nichts unternehme, bin ich erledigt. Tot. Warte mal. Erstens, warum der Arasaka Tower? Die Tech. Unter dem Turm ist ein Zugangspunkt zu... So komisch das klingt. Einem Seelenknast. Einem Seelenknast? Ich wusste, das ist nichts fürs Holo. Mikoshi, so heißt er. Nur dort können Johnny und ich getrennt werden. Ist meine letzte Chance. Nochmal ja. Zum Mitschreiben. Du bittest mich, mitten in der Nacht mit dir in den Arasaka Tower. Das klingt echt komplett geistig, völlig behindert. So in etwa, ja. Okay. Okay? Wo bist du? Vicks Klinik. Der Ripper Doc? Okay, ich weiß, wo das ist. Kannst du mit dem Sterben noch kurz warten? Ich werde es versuchen. Ausnahmsweise, ja. Weil du es bist. Bleib, wo du bist. Ich hol dich ab. Okay. Tja, was soll ich sagen? Mein FOV ist wieder fucked. Das bedeutet, ich muss tatsächlich jetzt speichern. Muss ganz kurz den hier machen. Also weil, ne, nur so. Ich kann mich ja mal als Referenz hier herstellen, an diesem Punkt. So, ich stelle mich jetzt hier in diese Ecke und gucke hier hin. Und wenn ich da links an diese Kante komme, komme ich rechts bis an die Zimmerpflanze. So. Oder ist mein FOV fucked? Ich glaube nicht. Fuck, ich weiß es nicht. Egal, warte mal, zurück zum Hauptmenü. Ja, sorry, das ist jetzt antiklimatisch, ich weiß, aber... Ich will kurz gucken, ob ich wirklich geistig komplett zurückgeblieben bin oder ob das... Aber ich glaube, mein FOV war gerade fucked. Ich weiß es auch nicht. So, zack. Hacken. Fortfahren. Daran möchte ich nicht erinnert werden, aber andererseits irgendwie schon. Auch wenn sich Songbird nie gemeldet hat. So, weil jetzt sieht es nämlich deutlich besser aus. So, und jetzt können wir mal den Test machen. Ich stelle mich hier hin. Und wenn ich mein... Guck mal. Das ist ein ganz anderes FOV. Ich bin nicht bekloppt. Ich stelle mich an die gleiche Stelle. Linke Kante hier. Ich stelle mich daran.
Großartig, jetzt habe ich Blackscreen, danke. Und die rechte Kante geht bis hier rüber. Mein FOV war wieder fucked. Und ich weiß nicht warum, aber egal, jetzt ist ja behoben. Crazy. Wir konnten wirklich Panam um Hilfe rufen. Und ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, aber... Es ist halt so ein... Es kann halt entweder ein unfassbar schönes Ende werden, oder es kann ein unendlich schreckliches Ende werden. Und was soll ich sagen? Wenn man niemals was riskiert, kann man auch niemals wirklich glücklich sein. Von daher ab nach unten. Ich weiß, oder ich habe die starke Vermutung, dass es so enden wird, dass sie in unseren Armen vielleicht sogar sterben wird. Aber vielleicht auch nicht. Und auf dieses vielleicht auch nicht hoffe ich gerade einfach nur. Achso. Von daher, tja. Ist das wie? Oder? Wie Vic meinte, ich nehme die Dinge in die eigene Hand. Und was nun? Ich warte auf meinen Fahrer. Ja, das ist aber falsch gegendert. Da wirst du jetzt von der Genderpolizei aber mal mit dem Knüppel verdroschen, Alter, du Wichser. Wen haben wir denn hier? Das ist Mr. Brightman. Wir haben den Kleinen im Müll hinter der Klinik gefunden. Ich glaube, er vermisst Jackie. Glaube ich. Nicht nur er. Eine süße Katze. Okay. Na dann folgen wir mal Misty. Nocturne, Op, 5-5-N-1. Ich weiß nicht. Vielleicht war es die falsche Entscheidung, aber... Ich weiß nicht. Tja, es ist... Da du ohnehin warten musst, soll ich für dich legen? Ach komm, Bambi. Klar, gerne. Ich hab grad eh nichts anderes zu tun. Manche glauben, Unsicherheit ist böse. Und nur Weissagung kann sie vertreiben. Tja. Andere sagen, Veränderungen sind böse. Aber das stimmt auch nicht. Wir verändern uns andauernd. Ununterbrochen. Wir sollten nicht das die Veränderung fürchten. Sondern zu wem wir werden. Deshalb müssen wir unseren Weg kennen. Tja. Ich habe das extra für dich und Johnny zusammengestellt. Und das ist ja höflich. Deine Zukunft ist seine. Und umgekehrt. Ach komm, was soll's. Okay, bin bereit. Ich habe gerade eh nichts Besseres zu tun. Wir beginnen mit dir, wie? Ah ja. Tod, Verderben, Verzweiflung, der Trauer. Achso. Was eine Überraschung. Schauen wir uns das mal genauer an, um die Bedeutung zu erfahren. Der Narr symbolisiert den Anfang einer Reise. Die Ankündigung von etwas Neuem. Aha, na Hier toll. Ist das innere Kind. Neugierig auf die Welt, aber auch naiv und sorglos. Aha, wenn du das sagst. Klingt nach dem Wie, den ich kennengelernt habe. Sehr schön. Der Magier. Eine Person mit Talent und Charisma. Ein Anführer. Klingt nach Johnny. Die Karte ist umgekehrt. Das kann für eine Suchtneigung sprechen. Geistige Störungen. Okay, definitiv, Johnny. Der ganze Typ ist eine Störung. Die letzten Karten handeln von eurer Zukunft. Okay. Die Liebenden. Ha, endlich was, das mir keinen Schauer über den Rücken jagt. Ja, ohne Witz. Gleichgewicht, Freundschaft, Liebe. Aha. Wie? Hast du mir etwas verheimlicht? Was? Wieso? Du machst ein komisches Gesicht. Und ist doch schön. Nee. Nein. Alles okay. Okay. Und Johnnys? Der Mond. Das klingt doch nicht schlecht, oder? That's rough, buddy. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß doch auch nicht. Frag mich doch nicht. Der Mond steht für Rätsel. Oh, da kommt jemand vorgefahren. Mein Fahrservice ist da. Ich glaube, das ist für dich. Ja, yep. Das Geräusch ist unverwechselbar. Na dann, auf Wiedersehen. Das war sehr schön. Du hast mir echt Angst gemacht. Ja, wer nicht? Und ich dachte, dir macht gar nichts Angst. Tja. Hey. Hey. Wir sind hier, um zu helfen, okay? Komm, im Lager warten schon alle. Okay. Pass auf dich auf, Vic. Was? Ja, ich wollte noch auf Wiedersehen sagen, aber das darf ich nicht. Mein Gott. Aber stimmt, wir haben ja einen Panzer. Geht's? Glaub schon. Glaub schon.
Ein Glück, verdammt. Hast uns einen Schrecken eingejagt. Bist umgekippt und nicht mehr aufgewacht. Sieht aus, als würde dein Zustand sich verschlimmern. Ja, so kann man das sagen. Hat mich gebeten, auf dich aufzupassen. No. Wo ist sie? Das ist ja Riesensitzung mit Saul. Du brauchst Hilfe, so viel ist klar. Also überlegen die beiden, was wir für dich tun können. Komm, ich bring dich zu ihnen. Okay. Na dann. Um 17 Uhr wird Regen erwartet. Fantastisch. Hey, Nocturne, Opfer, Fall. Ich hab gehört, es kommt Krieg auf uns zu. Tja. Mir bleibt leider keine Wahl, Mitch. Uns wohl auch nicht, wie es scheint. Ja. Der ganze Clan weiß, dass wir morgen aufbrechen. Wissen Sie auch warum? Was unser Ziel ist? Sieh dich um, wie. Nicht mal ein Dutzend kampferprobte Veteranen. Der Rest überfällt mickrige Konvois und sammelt Schrott. Der Plan ist dann wissen sie erstmal nur das Nötigste. Unnötig Staub auf. Unser Ziel ist es, dir zu helfen. Schicken diesen Clan ins Grab. Fuck, denkst du, das weiß ich nicht? Und hallo. Trotzdem glaubst du, du könntest daran was ändern, indem du mich zur Sau machst. Wie? Endlich. Hallo. Wie geht's dir? Brauchte nur etwas Schlaf. Hab gehört, ihr habt schon einen Plan? Die Details müssen wir noch ausbügeln. Aber das Wer, Wo und Wie haben wir. Sehr schön. Mal einen Blick drauf. Wir haben mehrere Strategien erstellt. Aber nur eine verspricht uns eine reelle Chance, in den Arasaka Tower zu kommen. Wir graben einen Tunnel. Sind diese Pläne auch wirklich aktuell? Absolut verlässlich? Garantiert. Die sind von unseren Snake Nation Verbindungen. Wir sind zurzeit in dem Gebiet aktiv. Machen wir uns nichts vor. Der Tunnel ist riskant. Aber wenn's klappt, ist das unser Weg nach Mikoshi. Wir wollten Tunnel in den Saka Tower graben? Ich weiß, wie das klingt, aber diese Chance müssen wir einfach ausnutzen. Weißt du, Night Corp baut da gerade eine neue Maglev-Linie. Das wird zwar von Militech bewacht, aber mit denen werden wir fertig. Sobald wir in dem Tunnel sind, ist es nicht mal ein Kilometer bis zum Untergeschoss vom Arasaka Tower. Sie benutzen einen von Night Corps Zergs. Der braucht nur ein paar Minuten fürs Graben der Strecke. Echt schlecht, oder? Sobald wir drin sind, müssen wir improvisieren. Wachen, Security, auf dem schnellsten Weg nach Mikoshi. Wir sehen, was uns erwartet und hoffen aufs Beste. Was hältst du davon, wie? Was erwartet uns an der Baustelle? Wird der ganze Ort bewacht? Volles wir haben einen fucking Kommando. Panzer, Alter. Das ist eine ganz normale Baustelle. Das könnte klappen. Aber wir müssen trotzdem an ihn vorbei. Wir erwarten, dass das ist, glaube ich, das Ass im Ärmel, was wir haben, der Panzer. Vor Ort. Gesperrter Zutritt. Mhm. Was ist ein Zerg? Ein subterranes Extraktions- und Räumungskombinat. Ein automatischer Tunnelbohrer. Wenn wir an einen rankommen, graben wir uns in den Arasaka Tower und dann geht's weiter nach Mikoshi. Tja. Na dann. Klingt theoretisch machbar. Andere Ideen haben wir nicht. Also, ran an die Arbeit. Wir brauchen noch eine Menge Informationen. Nur so wissen wir, ob der Plan wirklich was hat. Er wird Lücken haben, egal wie lange wir diskutieren. Das kann ich dir versichern. Aber was ist die Alternative? Den Angriff abblasen? Ihn sterben lassen? Panam hat recht. Wir müssen diese Risiken in Kauf nehmen. Sind wir dir schuldig? Ich rede mit unseren Brüdern und Schwestern. Organisiere eine Drohne für die Stelle. Und ich mit Mitch. Ich habe eine Idee, wie wir gegen Militech ankommen. Stoß später zu uns. Ich lass dich erstmal in Zolls Obhut. Alles klar. Oh, keine Entscheidungen ohne mich. Na gut. Hallo, Saul. Sonst noch irgendwas? Ja, du Menschenburger wäre voll geil. Hey, du und Panam. Gibt's da was, das ich wissen muss? Witzig, dass du das fragst. Ich dachte nämlich, zwischen uns wäre wieder alles in Ordnung. Und dann bist du aufgetaucht. Klingt eher unwasche. Denkt Panam das auch? Na, das musst du sie schon selbst fragen. Weißt du wie? Du bist wie ein Zuschauer, der eine Familie beobachtet und nur unendliche Streitereien mitbekommt. Dann bemerkt die Familie auf einmal, dass da noch jemand ist. Und alle schütteln sich die Hände, ziehen an einem Strang und werden stärker denn je. Verstehst du? Ja, ich glaub schon. Gut. Dann sag mir jetzt, was du sonst noch brauchst. Eine anständige Netzverbindung. Ich kenne jemanden, der uns nach Mikoshi bringen könnte. Wer mag das sein? Alt. Sehe. Es. Ist eine KI. Hinter der Black Wall. Bist du noch ganz dicht in der Birne?
Warum sollte uns eine KI helfen, in Mikoshi einzubrechen? Weil ich sie nicht drum bitten werde. Scheiße, wie? Scheiße, ich hab mir Reifen verloren. Die hab ich nicht. Ich hab mein Gehirn verloren. Ich hab eine Kugel im Kopf. Soll's? Ich meine, wir stecken eh bis über beide Ohren in der Scheiße. Das macht es auch nicht schlimmer. Das stimmt. Such Dakota. Sie wird dich ausrüsten, ohne Fragen zu stellen. Danke, Saul. Du kannst mir danken, wenn wir lebend in einem Stück aus Mikoshi raus sind. Sure. We gotta live together. Tja. Hallo, schönen guten Tag. Na, was macht ihr hier so? Kann man hier reden? Okay, man kann hier anscheinend nicht reden. Gut, dann spreche ich mit Mitch. Hallo Mitch. Hallöchen. Aber wie gesagt, der Panzer könnte, das Ding hier, glaube ich, könnte die Wildcard sein. Könnte. Aber... Dieses Amerika gibt schon lange nicht mehr. Da kann man auch mit Es war einmal anfangen. Na Leute? Haben gehört, wir rüsten uns für einen kleinen Krieg. Eher eine Selbstmordmission. Hast du hier alles erledigt? Sieh und staune. Ist das nicht... Theoretisch. Wir haben einen Nachbrenner und einen Raketenwerfer. Ein Raketenwerfer, natürlich, außerdem okay. Haben wir das Gesamtgewicht um 60% reduziert. Meisterwerk, oder? Du sitzt am Steuer und Panam neben dir. Okay. Geiler Scheiß, Alter. Der Nachbrenner. Standard Nitro oder Militärausrüstung? Standard würde das Baby keinen Zentimeter bewegen. Also Militärhardware. Aber wie habt ihr das alles in einen Panzer bekommen? Klacks im Vergleich zu den Tricks, die wir mit Scorpion im Krieg abgezogen haben. Wirst schon sehen, wenn wir die Bestie morgen loslassen. Okay. Da morgen schon der große Tag ist. Wie wär's mit einer Probefahrt? Ich will ein Gefühl fürs Fahren übers Terrain bekommen. Ja doch. Aber vielleicht nach Sonnenuntergang. Müssen noch ein paar Schrauben festziehen. Nette Untertreibung. Kannst du mal aufhören rumzumosern? Wir kriegen sie rechtzeitig startklar. Wie viel Feuerkraft steckt im Raketenwerfer? Das ist ein 70 mm Schnellschuss Multiraketenwerfer und ein Bord-MMI, mit dem du dich über Direct-Link synchronisieren kannst. Wo habt ihr all das Zeug her? Hat Teddy auf einem Schrottplatz gefunden. Der Werfer funktioniert, aber wir hatten keine Munition. Glücklicherweise hat Dakota welche besorgt. Aber frag nicht wie. Wie? Okay, na dann, ja, ich will jetzt nicht einfach weggehen, aber naja, also, ja, wir sind ja fertig, ne? Wir reden dann wohl später. Jo, machen wir. Okay, na dann. Lass doch mit Dakota reden. Hopsi und hopsi. Ach ja. Hey, Dakota. Ich bin Vi. Wir kennen uns noch nicht. Jamai, Bruder. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche starke Tech für eine Spritztour im Net. Dann steig rein. Alles klar. Ich will in ein verschlüsseltes BBS. Niemand soll wissen, dass ich dort war. Macht deine Tech das mit? Der stellt Fragen. Ich gehe ins wilde Grenzland, Dakota. Du hast alles, um auf die andere Seite vorzustoßen. Fürchte keine neugierigen Augen. Willst du gar nicht wissen, was ich vorhab? Geil, Bruder. Du fragst mich nicht, ich frag dich nicht. Geheimnis einer anhaltenden Freundschaft, Bruder. Alles ist bereit. Du kannst rein. Okay. Na dann. Wie ich die Eiswanne liebe. Geilo. Rein hier. So. Carol. Willst du Dakota helfen? Wie es aussieht, helfe ich heute eher dir. Start klar. Weiß nicht, wie lange das dauert. Bleib cool. Egal, was passiert. Okay? Selbst wenn es aussieht, als würdest du draufgehen? Ja. Also gut, los geht's. Ah, krass, was die hier für eine Tech haben. Folge den Vektoren. Okay, folge den Vektoren. Okay, kriege ich hin. Also vielleicht, mal gucken. Crazy shit. Oh, perfekt, wir sind ja schon da. Hallo, halt. Du kommst allein.
Dieser Ort verändert sich jedes Mal, als wäre ich tiefer drin. Bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Es ist eine Wahrnehmung des Cyberspace, die sich verändert. Du gewöhnst dich an den Strom von Rohdaten. Deshalb verblasst deine Welt langsam. Deine mentalen Abwehrsysteme geben allmählich auf. Also, je länger ich hier bin, desto mehr verliere ich meine Verbindung zur Außenwelt, zur Realität. Du verlierst nichts. Im Cyberspace erwachen wir aus dem, was wir Träume nennen. Johnny ist gerade beschäftigt. Gerade. Er ist tiefer begraben. Du behandelst ihn wie einen träumenden, unliebsamen Beifahrer in einer fremden Welt. Ich hatte keine Wahl. Das war die einzige Möglichkeit, um dich hier zu treffen. Unterdrückung. Du bist gut darin und wirst noch besser. Nochmal zum Mitschreiben. Soll also heißen, du hilfst mir nur wegen Johnny? Und nur weil er dieses eine Mal nicht hier ist, machst du einen Rückzieher? Ich mache keinen Rückzieher. Ich habe eigene Pläne für Mikoshi. Ach so, ja, na klar, logisch. Gerade eben klangst du ziemlich verärgert. Als wäre da noch mehr dran. Euch zwei zusammenzusehen war echt informativ. Ich brauche deine Hilfe, Alt. Mir bleibt nicht viel Zeit. Du glaubst tatsächlich, Zeit ist deine größte Sorge? Du existierst oder du existierst nicht. Zwei Zustände getrennt durch den Tod. Du existierst oder du existierst nicht. Zwei Zustände. Ah, sag, was du willst, aber ich bin von den Toten aufgewacht. Du sagst nichts. Ach ja. Wieso? Eine Frage der Perspektive. So wie ich das sehe, bin ich von den Toten auferstanden. Die einzige Frage ist, was nun? Du glaubst, du hast den Tod überlistet. Der Tod hat dich überlistet. Na toll. Und du stehst in der Mitte. Wahrscheinlich, ja. Mikoshi wirst du es verstehen. Oder eigentlich eine Vorstellung davon haben. Du hast Wesen von der anderen Seite gesehen, nicht wahr? Ja, ich hab mal so einen kleinen... Du meinst Song Somi? Ihre Verbindung zur Blackwall? Korrekt. Sie hat sie kaum berührt. Und doch hast du die Konsequenzen erlebt. Auch sie wollte den Tod besiegen. Begegnung mit der Unendlichkeit macht nur eines gewiss. Dass in eurer Realität nichts ewig wird. Warum schwebst du nicht aus den hohen Gefilden herab und erleuchtest mich? Sicher kein Problem für eine mächtige KI. Deine Logik ist fehlerhaft. Du suchst einfache Antworten, wo einfach keine sind. Das ist die Illusion, auf der deine Welt basiert. In diesem Moment würdest du jede Antwort akzeptieren, solange sie dich tröstet. Das wäre wohl menschlich von mir. Solche Kategorien werden in Mikoshi nicht mehr auf dich zutreffen. Scheiße. Deine Wahrnehmung wird in Milliarden von Datenströmen zersplittern. Was erwartet mich dort, in Mikoshi? Eine Grenze. Vermutlich der einzige Moment deines Lebens, in dem dir das Gewicht deiner Existenz bewusst wird. Das Gewicht deiner Existenz. Kannst du dich nicht vorbereiten. Ich werde es überleben. Aber Mikoshi nicht. Du lässt die dort eingesperrten Konstrukte frei? Ich werde sie in mich integrieren. Das klingt spannend. Die Konstrukte werden integriert? Du meinst, du absorbierst sie? Kein Wunder, dass du so scharf drauf warst. Du willst Mikoshi zerstören und alle darin verschlingen. Mikoshi ist ein Gefängnis. Dank mir bekommen sie die Gelegenheit, Teil von etwas Größerem zu werden. Glaub, Johnny wäre davon wenig begeistert. Und doch ist er nicht hier. Weil du diese Entscheidung treffen willst. Im Grunde dieselbe Situation. Nicht doch. Du wirst die Konstrukte wohl kaum danach fragen, was sie wollen. Das würde keinen Sinn ergeben. Tja. Was soll ich sagen? Ich bin bereit. Genug Zeit mit Reden verschwendet. Los geht's. Ich habe ein Programm auf den Splitter deines Netrunners geschickt. Benutze es in Mikoshi. Alles klar. Es wird eine sichere Verbindung öffnen. Geilo. Was ist auf dem Splitter?
Ein gezielter Virus? Eine Hintertür. Ah ja. Sie wird mir eine Passage öffnen. So wirst du mich nach Mikoshi bringen. Nur dann kann ich dir helfen. Hoffentlich planst du keine Überraschungen, Alt. Nutze den Schlüssel, sobald du Mikoshi erreichst. Muss ich einen bestimmten Zugriffspunkt suchen? Ich sag dir, dass von hier bis Tokio alle durch Eis gesichert sind. Manchmal braucht es nur einen Spalt in der Tür. Nutze den Splitter in Mikoshi. Überlass die Security mir. Bis okay. dahin. Bis dahin. Over and out. Wir haben ihn zurück. Carol, der Splitter. Bleib ruhig, Junge. Kaum hattest du dich verbunden, ist die Temperatur auf 40 Grad hochgesprungen. Fast so, als wäre die Tech infiziert. Nein, noch gruseliger. Was ist hier passiert? Was hier? Meine ganze Tech ist im Arsch. Deine neurale Aktivität ist extrem. Meine ganze Tech ist im Arsch. Der Stirnlappen wäre dir fast aus den Ohren gequollen. Ich war kurz davor, dir eine Kugel in den Kopf zu jagen. Ah, danke. Sicher, dass alles okay ist? Na, also hier nicht. Tut mir leid wegen der Tech. Pfer. Alles gut. Puh, ein Glück. Der Splitter. Hab Software, die ich brauche, darauf bekommen. Wir sind von Eis umgeben. Selbst wenn was durchgekommen wäre, hätten meine Controller... Oh. Heilige. Heilige. Scheiße. Schaff mir das weg. Danke, Dakota. Nicht dafür, wie... Ist das einfach wie eine Art USB-Stick oder so? Er hat dich gesucht. Schon unterwegs. Alles klar. Ja. Oh, was ist denn jetzt hier los? Ansage vom Chef? Fragezeichen? Sol, du wolltest reden? Komm rauf hier. Wozu diese Versammlung? Ist was passiert? Hat nichts mit der Mission zu tun. Okay. Spring rauf und du erfährst es. Ach du Scheiße. Wohin geht's denn? Also gut, wie? Es ist simpel. Wir alle, die hier sind, stehen in deiner Schuld. Und zwar enorm. Ja, du vielleicht, Zoll. Aber trotzdem bist du für uns noch ein Fremder. Ein Söldner aus Night City. Einer ganz anderen Welt als die, die wir kennen. Davon kann Panama ein Lied singen. Deshalb wird es Zeit, das zu ändern. Ist ein himmelschreiendes Unrecht. Ändern wir es. Du wirst ein Alde Caldo. Diese Familie wird für dich durch die Hölle gehen, wenn du sie brauchst. Bereit, Kiddo? Fuck, Saul. Du hast mir fast einen Herzinfarkt verpasst. Immer her damit. Du bist jetzt einer von uns, wie? Du gehörst zu den Alde Caldos. Schön, dass Danke, du dabei bist, wie. Und keine Sorge, wir bringen dich zu diesem Mikoshi. So läuft Willkommen es. Willkommen in der Familie. No. Ein Hoch auf das neue Mitglied der Alde Caldos. Danke. Willkommen im Clan. Vielen Dank. Von allen. Das bedeutet mir viel. Alles. Shit. Ich werde richtig sentimental. Schnell, ein Taschentuch. Sonst überflutet uns das arme Kind noch das Lager. Keine Sorge. Ist eh nur eine Formalität. Du gehörst im Grunde schon eine ganze Weile zu dieser Familie. Du hast mir den Arsch gerettet. Und laut Bobby auch den von Mitch. Von Panam ganz zu schweigen. Halt den Rand. Aber Sol hat recht. Ich meine, es ist so wie. Mein Leben war ein reiner Scherbenhaufen. Und du bist drauf rumgetrampelt. Aber manchmal braucht es das, damit man es wieder zusammensetzen kann. Okay, Leute, hergehört. Heute feiern wir, aber morgen wird ein mordsanstrengender Tag für uns. Erledigt euren Kram und dann ruht euch aus. Überfall Darauf müssen hin oder wir her. Einen trinken. Das ist deine Nacht. Auf dich, Also genießt den Rum Auf ein bisschen. Dich. Du hättest mich ruhig vorwarnen können. Und all den Spaß verderben? Wie? Bist du okay? Ja. Geht schon. Mach dir keine Sorgen. Und? Wie sitzt die Jacke? Nicht so eng? Fühle mich jetzt mehr verantwortlich. Alles okay bei dir? Die Jacke. Sie ist eine Ehre. Und bedeutet mir viel. Aber irgendwie wiegt sie auch schwer. Ihr habt mich aufgenommen. Vertraut mir. Und ich... Vielleicht kehren wir von dem Einsatz morgen nicht zurück. Das wurde mir gerade erst richtig klar. Das ist der Beweis, dass wir das Richtige tun. Diese Verantwortung?
Die führt man, wenn man Teil einer Familie ist. Danke, Panam. Wenn du reden willst, ich bin da oben. Ich werde vorbeikommen. Muss ich ja auch, ist ja nicht optional. Okay. Ich brauch Munition, so 3-4 Kisten. Hast du welche übrig? Hey, bist du mir böse? Dann nehme ich noch 2 45er. Wenn ich habe eine tote Elster unter meiner Motorhaube gefunden. Aha. War eine kalte Nacht. Und der Vogel wurde vom warmen Motor angelockt. Am Morgen kam. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Und wurde lebendig getötet. Erinnere mich noch an den Gestank. Senkte Federn. Das ist so schön, dass ich jetzt nochmal mit den Leuten hier reden kann. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, kam mir das in den Sinn. Jetzt weiß ich warum. Na, vergiss, dass ich was gesagt habe. Ich bin eine Elster. Aber deine Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt. Wie? Denk daran. Was ist das? Eine Art Trödelmarkt? Im Prinzip schon. Nimm, was du willst. Und crazy. Was ist der Anlass? Endzeitstimmung. Edle Geste. Fast schon dramatisch. Ja, praktisch. Ich gebe meine Vorräte weg, damit ihr die Hölle morgen überlebt und zurück zu mir kommt. Hm. Schön gesagt. Ja, schön. Was haben wir denn hier? Liberty, aha. Was haben wir hier? Punkknife. Also wir nehmen einfach mal alles mit. Es wäre halt eine Verschwendung, sie nicht mitzunehmen. Ein Power-Maschinengewehr. Wait a second. Darf ich das mal ausprobieren? Inventar. Leichtes Maschinengewehr. Achso, okay, das ist ein leichtes Maschinengewehr. Also das teilt sich hier mit die Munition. Ja, na, dann wär's Quatsch. Wo ist meine Sniper? Oh Gott, habe ich einen riesigen... Nee, okay, hier ist... Oh Gott. Mein Gott, jagt mir doch nicht so eine Angst ein. Was haben wir hier? Noch eine Sniper? Was ist denn das für eine? Kann wahrscheinlich an meine nicht rankommen. Ja. Wobei, die macht einen höheren Schaden angeblich. Das Ziehen der Waffe lädt automatisch 20% des Magazins nach. Okay. Crazy. Und macht einen noch höheren Schaden. Okay. Warum laufe ich jetzt schon wieder ohne Hose rum? Was ist das denn? Unterkörper. Das ist ja Quatsch. Ja, genau, so ziehe ich morgen in den Kampf. Ich habe mir doch extra so ein schönes Outfit angezogen. Okay, scheiße. Ich muss noch mal an mein Kleidungslager, Alter, sonst wird das hier nix. Die denken sich ja auch alle, guck dir mal den Fremden an, der läuft hier in Unterhose rum. Ein Kukri-Knife! Okay, das ist fucking amazing. Was haben wir hier? Richtig geilen Stuff. Also ich werde davon nichts brauchen, weil ich meine Hauptausrüstung schon habe. Hier mit meinen 2 Babys. Und dem Scharfschützengewehr, aber... Ja. Wobei eine Sache, die ich mal noch machen wollte. Ich wollte auf diese Maschinenpistole hier... kann ich das hier machen? Nee. Ach, kann ich das gar nicht mehr ändern? Kann ich das gar nicht mehr auswechseln? Das hier? Interesting. Okay, dann nicht. Okay. Egal. Ich wollte das Visier auswechseln, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, damit schieße ich eh meistens mehr aus der Hüfte. Okay, mit wem kann ich hier noch so reden? Ist alles scheiße. No. Aber wenn du ihr das schreibst, macht sie sich nur Sorgen. Mann, eben hatte ich es doch. Soll ich ihr dann schreiben? Dass du sie vermisst, sie liebst, sie bald wieder siehst, sowas. Ist doch keine Lüge, wenn du nicht weißt, was passiert. Könnte ja stimmen. Hm. Tja. Alles schwierig. Sprich mit den Nomaden. Mit wem kann ich noch so reden? Hier drüben? Denen hier? Kann ich hier mit jemandem reden? Nee. Kann ich ein bisschen saufen? Nee, wahrscheinlich nicht. Gibt's noch irgendwas an Implantaten? Na gut, wir können eh nichts verbessern oder anpassen.
Wobei, ich könnte gucken, ob es eventuell beispielsweise ein besseres Betriebssystem gibt. Das ist ja das hier, Militech Paraline, und das wäre dann das hier. Aha. Und hier bin ich, okay, da bräuchte ich dann plus 4. Wenn Berserk aktiv ist. Okay, ne. Ja, ach komm. Ich habe schon genug Zeit in das hier investiert, warum wir es nicht übertreiben. Aber ich muss mich. Aha. Wir können sie unter diesen Bedingungen nicht knapp über den Boden lassen. In den Spiegel schauen, Kleiderschrank öffnen. Also ganz ehrlich, Alter, ich ziehe mir jetzt endlich meine scheiß Hose an. Okay. Oberkörper. Wo ist die Jacke? Hier. So, da ziehe ich die Jacke an. So. Als Unterkörper brauche ich irgendwie ein T-Shirt, was irgendwie nicht komplett beschissen aussieht. Ja, genau. Genau sowas meinte ich. Ich brauche einfach, guck mal, ein einfaches Tag-Top. Weil das sieht auch irgendwie bescheuert aus. Ich suche einfach irgendwas, in das ich nicht komplett doof aussehe. Ja, gut, kann ich durchgehen lassen. Okay, dann Bein, bedruckte, mehrlagige Hose. Nee, ach komm, wir ziehen wieder hier wie's Hose einmal an. So. Fertig ist die Kiste und als Füße ziehen wir das hier an. Silbermond-Anzugsschuhe mit festem Futter. Das hier? Ach komm, versteckte Büro. Okay, hier Johnnys Pilotenbrille noch. Und als Kopf gar nichts, hätte ich gesagt. Ausrüsten. Zack. So. Damit sehe ich jetzt endlich mal wieder aus wie ein Mensch, Alter, hoffentlich, oder? Auch mit Hose und so. Und nicht mehr unendlich peinlich. Also ne, jetzt nichts gegen Leute, die draußen nur mit Boxershort rumrennen. Aber das ist nicht mein Stil, sagen wir es mal so. Okay, also die Liberty brauche ich nicht. Die Schrotflinte. Wobei, das ist eine Smart-Schrotflinte. Ui. Okay. Okay, das Ding könnte geisteskrank sein. Also die... Ja, puh. Angriffstempo, tja. Tja, das ist jetzt alles hier schwierig. Boah, ist das schwierig. Das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, aber ich würde es einfach dabei belassen, so wie wir es jetzt aktuell haben, und den Rest einfach mitnehmen. Aber die Smart-Schrotflinte, die ist schon... Boah, die ist, glaube ich, sexy. Die könnte sehr, sehr sexy sein. Ach komm, wir setzen uns noch mal einen kleinen Moment. Ich meine, wenn es schon morgen das Ende sein könnte, dann will ich wenigstens noch mal ganz kurz über das nachdenken. Ich meine, eines muss man halt sagen. So, es ist halt für mich ganz, ganz schwierig, dieses Spiel hier mit anderen Spielen zu vergleichen, so muss ich sagen. Es ist halt, ich überlege die ganze Zeit, was ist das bessere Spiel? The Last of Us oder das hier? Und hier habe ich noch nicht mal das Ende gespielt. Ich meine, gut, das kann nicht jetzt, kann sich je nach Ende natürlich noch hart verändern, aber ich finde halt, wenn wir die Möglichkeit nehmen und sagen, okay, wir nehmen The Last of Us gegen Cyberpunk, so das beides vergleichen wir jetzt. So, das Problem ist, dass in meinen Augen ist das so ein bisschen so, ja, es sind beide Singleplayer-Spiele, aber man kann es überhaupt nicht vergleichen, es ist wie Äpfel und Birnen so. In The Last of Us wird eine Geschichte erzählt. Hier kreierst du deine eigene Geschichte und keine Ahnung. Deswegen ist einfach nur die Frage, was gefällt mir persönlich besser? Und ich muss sagen, es ist irgendwie cooler, seine eigene Geschichte zu kreieren. Es ist aber auch unfassbar schön, eine Geschichte quasi zu erleben, die unfassbar schön ist. Deswegen, ich würde sagen, Cyberpunk ist minimal besser, aber trotzdem ist schwierig. Es ist halt jetzt noch frisch. Vielleicht mache ich in ein, zwei Wochen mal ein Video dazu, aber jetzt aktuell, ja... Aktuell würde ich Cyberpunk aktuell jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt minimal vorne sehen, weil ich meine eigene Geschichte kreieren kann, aber es ist trotzdem nicht leicht. Okay, kann ich hier noch mit jemandem reden? Aha, okay, sehr gut. Ich sehe, du hast viel zu sagen. Kann ich hier mit jemandem reden? Nein. Ich kann auch mal ganz kurz, wenn ich eh schon mal hier bin, noch mal ganz kurz zum Waffenhändler. Ob hier noch irgendwas, Sharp Brandgranate, Explosionsradius 3 Meter. Okay, wir haben überall maximale Munition. Eine Biogranate, Chemieschaden, ja, es ist am Ende rum wie numm. Es ist rum wie numm. Ich würde sagen, wir sind fertig hier. Ich würde sagen, nicht viel los heute, ne? Okay, dann ist die Frage, kann ich hier noch mit jemandem reden? Hier drüben, wie? Setz dich!
Wir haben da nämlich so ein kleines Ritual. Okay, was dann machen wir das. Ritual? Ein paar Kühle vor einem Überfall. Ah, so eins. Ist kein normales Bier, sondern eine der letzten Flaschen von unserem ersten Gig. Haben ein paar Kisten aufgehoben, als Glücksbringer. Also schmecken sie bestimmt war auch. War das noch? Scheiße, weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand meinte, wenn die alle sind, ist das Glück der Aldecaldos aufgebraucht. Oh, du und dein abergläubischer Scheiß. Sagt der Bruder, dem die Hände zittern, wenn er eine aufmacht. Ja. Ich nehme einen Schluck. Hey, gar nicht übel. Auf morgen. Auf eine sichere Rückkehr. Auf Saul und Panam. Wenn die beiden sich nicht versöhnen, fahren wir das Ding an die Wand. Tja. Boah, Saufen. Der ewige Optimist, nicht wahr? Wie? Du weißt sicher, wie es mit ihnen läuft, oder? Meint ihr, es ist echt so schlimm mit ihnen? Fakt ist, wir brauchen Kohle. Und zwar schnell. Amen. Für dich ist Mikoshi was Persönliches. Aber Saul sieht darin eine Chance für den Clan. Wenn überhaupt jemand aus der Familie morgen überlebt. Tja, saufen! Irgendwie wird die Flasche nicht leerer, ne? Sie haben das Kriegsbeil begraben. Kriegsbeil begraben? Schön, dass Sie sich einig sind, uns auf eine Selbstmordmission zu schicken. Sei kein Arsch, Bobby. Ist nichts Persönliches, wie. Ich sag nur, wie es ist. Ich denke, Panam weiß genau, was sie tut. Aber weiß sie auch, was sie will? Sonst kann sie das Steuer im Clan nicht übernehmen. Immer mit der Ruhe, Kumpel. Noch übernimmt hier niemand irgendwas. Wir müssen uns auf morgen konzentrieren, Brüder. Wenn wir das überleben, können wir über Clanpolitik reden. Es sind so diese kleinen Gespräche, die es in meinen Augen einfach unfassbar schön machen. Eins verspreche ich. Die Aldecaldos werden überleben. Dafür sorge ich selbst. Versprich nicht zu viel, Vi. Aber du hast recht. Der Clan könnte endlich aus der Asche auferstehen. Tja, könnte, hätte Fahrradkette. Wenn wir Mikoshi überleben, wenn dieser verrückte Plan funktioniert, ist das ein Neuanfang für die Aldecaldos. Das ist Bobbys Einsatz, um falsch zu sein. Nee, komm. So ein Miesmacher bin ich auch nicht. Ja, na dann noch einen saufen und dann gehen wir. Großartig. Also gut, ich muss los. Wir sehen uns morgen. Alles klar. So, haben wir mit denen geredet? Wir finden da irgendwas Wertvolles? Da sind beide einer Meinung. Und das passiert so gut wie nie. Ich werde mir einen alten Wohnwagen kaufen. Mit Vollgas ins Rentnerdasein, ha? Ihr könnt mich mal. Irgendwie schön. Ballern! Party! okay, können wir sonst noch mit irgendjemandem reden? Mit ihm hier nicht? Können wir hier reden? Was macht ihr denn hier? Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Nein, nein, Sedur, dann geh. Wie läuft's, Jake? Alles okay? Mehr als okay. Die Niere läuft wie ein neuer Ölfilter. Oh, das ist schön. Danke nochmal, Vi. Was spielst du? Kennst du den Song? Ein Leben voll, nur Aschefunken. Ohne Ziel kein Ort. Irgendwie schön. Ach komm, es ist die finale Mission, da kann man sich ruhig mal ein bisschen entspannen. Aber schön, dass wir ihm helfen konnten und seiner Niere. Das war auch so eine Mission, Alter. Das war... Aber es hat alles geklappt am Ende, von daher passt das. Und das Sternlicht über ihm macht sein Herz weit. Doch das Feuer schlägt aus, er beweint sein versäumtes Leben. Blauer Bulle
mit einer Pullestift in Streit. Junge, will nicht aufgeben. Hallo, ich höre gerade jemanden zu und können Sie mal nicht an mir vorbeilaufen? Herz schießt, der um sich schreit, Weltenende. Bullenkugel löscht die Flamme, aber macht den Mann zur Legende. Das war großartig. Darf ich jetzt hier noch was machen oder war es das? Ist er jetzt in der Schleife gefangen? Ah, es hat gespeichert. Sehr schön. Okay. Okay. Mal gucken, was so ist, ja. Meinst du, wir ziehen das morgen durch? Ich kenne diese Leute. Manche besser als mich selbst. Diese Konzentration und Entschlossenheit. Die Ruhe vor dem Sturm. Sie werden alles geben. Mhm. Das werden sie. Nacht, Saul. Warte. Ich glaube, ich muss da noch was klarstellen. Du hast viel für den Clan getan. Und für mich. Mehr als irgend sonst jemand. Aber die Familie geht vor. Hallo, wir unterhalten uns gerade. Lass mich ausreden. Im Moment könnte nur eins diesen Clan zerstören. Wenn Panam und ich, wenn wir getrennte Wege gehen würden. Ja. Alte Kaldus würden noch eine Abspaltung nicht überleben. Verstehst du, was ich dir damit sagen will? Frag mich, ob Panam genauso denkt. Ihr denkt alle, Panam und ich stehen uns gegenüber mit einer Wand zwischen uns. Ist es nicht so? Im Gegenteil, wie? Panam sorgt sich genauso um den Clan wie ich. Ja, wir haben vielleicht nicht die gleiche Sicht auf die Dinge, aber... Seltsamerweise profitiert die Familie davon. Hier ständig irgend so eine Mutter rumläuft. Unfassbar, Alter. Das ist schlimm hier. Und zwischen uns so? Alles okay? Morgen ist ein wichtiger Tag. Ruh dich ein bisschen aus. Er hätte einfach ja sagen können, aber hat er nicht. So ist er halt. Alles klar. No. Und sagt man, wir sehen uns das geht. Ich hatte kurz gedacht, die wäre hier durchgebackt durch den Stuhl oder so. Ah, das sieht gut aus. Oh! Was war das? Ich hatte kurz gedacht... Ja, wobei, hier klippt es ein bisschen durch, da auf der linken Seite. Hier klippt es ein bisschen... Aber ja, es ist sehr, sehr gut versteckt. Das ist sehr gut gemacht. Der sauft ordentlich einen durch. Hier da oben ist Panam. Können wir hier noch mit jemandem reden? Ich möchte eigentlich kein Gespräch verpassen, aber ich will jetzt auch nicht hier stundenlang rumlaufen, ohne Sinn und Verstand. Aha. Sehr lustig. Okay. Na dann. Ja gut, wenn es jetzt hier keine Gespräche mehr weiter gibt, dann will ich es jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Ja. Weißt du, wo ich die meisten Sterne gesehen habe? Oben, auf Berg Sinai. Du warst mal in Ägypten? Hab auf einem Tankschiff gearbeitet. Ich war so ziemlich überall. Entschuldigung, aber ich wollte hier nicht Sterne durchlaufen. Am Sinai. Ja. Millionen helle Punkte zum Kleinen. Okay. Ah, der säuft erstmal ein. Fantastisch. Ui, lecker. Ja, gut. Ja, na dann, würde ich sagen, haben wir's. Darf ich hier... Ich sterbe ja noch an Altersschwäche, kann man so sagen. Beim Knall musst du der Stille in deinem Kopf lauschen. Okay. Was auch immer das heißt. Das habe ich vor langer Zeit gehört. Da war ich in etwa so alt wie du. Bis heute nicht vergessen. Morgen wird's knallen, nicht so knapp. Deshalb versuche ich mich auf diese Stille zu konzentrieren. Darf ich mitmachen? Weiß gar nicht mehr, wie es sich anhört, wenn mein Kopf sich nicht selbst zermalmt. Wenn du magst. 12 Flaschen in 15 Sekunden. Volle Konzentration. Nur so hast du eine Chance. Glaub nicht, dass du das hinkriegst. Werden wir ja sehen. Ziemlich selbstsicher.
Verwette meinen Revolver, dass du es nicht schaffst. Okay. Ich fange an zu zählen, sobald du auf die Linie trittst. Okay. Stell dich auf, okay. Und los! Nicht schlecht. Das geht zwar noch besser, okay, aber. Okay, da muss ich mich jetzt noch mal ganz kurz konzentrieren, Alter, sogar beim Aiming. Hals und Beinbruch für morgen. Ah, da wird noch viel mehr brechen. Okay, darf ich es noch mal probieren? Okay, sieht nicht so aus. Schade, aber ist okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, ja. Haben wir mit allen geredet. Ich könnte noch mal hier hochgehen. Mal gucken, was er hier oben zu sagen hat, unser Mate. Beim Aussichtsturm. Da gehe ich noch mal hin. Hopp. Ah, hier ist Panem. Okay, dann gehe ich jetzt noch mal ganz kurz hier drüben hin. Mir war nicht klar gewesen, dass da drüben Panem ist. Sprich mit Mitch, optional. Guck mal hier. Hier ist er. Hallo, Mitch. Gut. Richtig gut sogar. Und dir? Ich versuche, den Panzer zum Laufen zu bringen. Ist eine alte Diva, aber ich gebe nicht auf. Und? Glaube ich. Zeit für eine Fahrt? Bin dabei. Ja. Können wir machen. Bin dabei. Noch ein letztes Mal. Na dann. Let's go. Einfach nur noch mal, um ein Feeling zu bekommen für morgen. Das wäre mir schon wichtig. Also, dann zünde mal. Alle Lichter grün. Das ist ein gutes Zeichen. Wohin fahren wir? Bobby meinte, da ist ein Schrottplatz im Osten. Perfektes Gelände für ein paar Zielübungen. Lass uns mal Bobbys Fundstück testen. Hau drauf, wie. Das Gefühl, er zieht etwas nach links. Lässt sich das beheben? Schieß einfach weiter auf diese Rostlauben. Ich rekalibriere dabei die Ziele. Fühlt sich besser, oder? Mhm, scheint's. Die Sicherheitshalber nochmal. Natürlich. Warm, Junge, Alter, das ist ein fucking amazing Panzer, Alter. Okay, also mit Deckung muss ich aufpassen. Wunderbar. Ja, wo ist denn das letzte? Das muss irgendwo hier hinten sein, oder? Ich seh's nicht. Ah ja, da. Lass uns zurück. Ich muss heute noch prüfen, ob alles mit dem Teil stimmt. Ich höre da was, was nicht ganz sauber klingt. Ehrenmann, Alter. Absoluter Ehrenmann. Zurück? Ja. Ich übernehme. Bin eigen, was das Parken angeht. Natürlich, natürlich. Opsi. Bist du nervös wegen morgen? Hat nichts mit Nervosität zu tun. Nicht mehr. Okay. Willst du nicht auch eins? Na, warum nicht? Prost. So, Alter, was wir heute schon damals gesoffen haben. Im Krieg, bevor wir das erste Mal entsendet wurden, wurden wir trainiert, mit Stress klarzukommen. Weißt du wie? Wie? Die haben uns Chemie-Cocktails gegeben. Präparate, Booster, Gott weiß was noch. Ja. Die Venen gespritzt, unsere Biomons sind durchgedreht, aber nur für eine Sekunde vor dem Stabilisieren. Und wie stabilisiert wir waren. Nach einem Dutzend Sitzungen macht's in deinem Kopf Klick. Die Neuralwege werden umprogrammiert. Der Teil, der Angst generiert, wird völlig zerfräst. Dachte, Chem-Cocktails wären verboten worden. Schon damals, im Krieg. Ach komm. Kam es nicht zu Cyberpsychosen in mehreren Einheiten? Na und? Glaubst du, Militech hat das gejuckt?
Die haben die Betroffenen in ihre Kliniken in Taiwan geflogen. Jeden Tag neue. Und jeden Tag kamen neue Rekruten. Uns hat man fleißig weiter... Aber wir wurden ja bezahlt. Tja. Aber wir wurden ja bezahlt. Ja. Damit... Das ist verdammt abgefuckt. Was dachtest du denn? Krieg ist nun mal abgefuckt. Der, in den wir morgen ziehen, auch? Warum? Kriegst du plötzlich Schiss? Ich mach mir keine Sorgen. Das solltest du auch nicht. Mich wird was anderes wachhalten. Und was? Na, ist egal. Komm schon. Ich gehöre doch zur Familie. Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen um den Stunk zwischen Panam und Saul. Sie denken, es reicht, wenn sie allen was vorspielen. Aber unsere Leute sind nicht blöd. Lass meine rauchen. Die Gerüchte breiten sich wie ein Lauffeuer aus. Dass Saul das nicht durchzieht. Dass er es nur für sich macht. Dass diese Familie einen Umschwung braucht. Was ist mit dir? Was soll sein? Was denkst du? Sollte Saul zurücktreten, Panam die Führung übergeben? Mal sehen, wie die Lage morgen ist. Wenn sich der Rauch gelegt hat. Du bist dran. Was denkst du? Geil. Hatte gehofft, die beiden... Mitch, wir reden hier nicht von ein paar abgerissenen Raffen oder einem popligen Konvoi. Wenn wir das überleben wollen, müssen sie sich am Riemen reißen. Vielleicht sind sie auf ihre eigene Art sogar langsam einer Meinung. Naja, sie wissen mittlerweile ja beide, was von ihnen erwartet wird. Was der Clan von ihnen will. Hat Saul Panam wenigstens einen Platz am Tisch angeboten? Warum glaubst du, dass Panam so einen Platz überhaupt will? Ich glaube, ich verstehe. Panam geht's um den Clan, nicht um Matt. Aber lässt sich das vereinbaren? Hey, guck nicht mich an. Tue ich nicht. Ich guck hier oben diese wunderschöne Lampe das unter High Octane an. Über High Octane. Panam will dir unbedingt helfen. Aber Saul sieht das Ganze als eine Gelegenheit für was anderes. Er will Mikoshi plündern. Mhm. Wenn wir das durchziehen, haben wir Arasaka Tech, die uns den Neuanfang im Süden ermöglicht. Du weißt, was das heißt? Panam wird die Chance verlieren, den Clan anzuführen. Falls sie überhaupt noch eine hat. Wenn morgen alles glatt läuft, heimst Zoll die Lorbeeren fürs Anführen ein. Keine Frage. Aber wenn irgendwas schief geht... Kriegt Panam die Schuld. Sie hat mich ins Spiel gebracht. Zoll ist gerissen. Er weiß genau, was er tut. Bleibt nur zu hoffen, dass er nicht zu hoch gepokert hat. Okay. Heute haben wir genug getratscht. Ja, würde ich auch sagen. Aber es war sehr schön. Bleibt unter uns, okay? Ich fummel noch etwas im Innern dieses Babys hier. Klar. Fröhliches Fummeln, Mitch. Tja. Na dann. Auf Wiedersehen, Mitch. Bis morgen. Auf Wiedersehen, genau. Muss ich noch was sagen? Nee. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu Panam, oder? Weil mit den Nomaden sprechen habe ich ja soweit gemacht. Also, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, mit wem ich hier noch reden sollte. Deswegen würde ich sagen, gehe ich nach oben. Und gehe zu unserer Liebsten. Hopsi und Hopsi. Ja, wobei, ich glaube, ohne Hopsi sind wir jetzt schneller. Verdammt. Ist das schön hier. Irgendwas nagt an dir, das merke ich. Du kannst es mir sagen. Nichts nagt an mir. Hör auf, das ist peinlich. Panam. Hast du... Ich bin so scheiß nervös, ich habe gestern kein Auge zugekriegt. Heute sicher auch nicht. Was macht dir zu schaffen? Mal sehen. Was könnte es nur sein? Clan vermutlich in den Tod. Doch damit nicht genug. Saul stimmt mir auf einmal in allem zu. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Fuck! Naja, aber dank Mitch habe ich verstanden, was hier der Konflikt ist. Das spüre ich. Aber sie glauben trotzdem, dass Panam für sie da ist, wenn alles am Arsch ist. Weil wer denn sonst? Willst dich fahren, genau, wer sonst? Genau. Wer sonst, wenn nicht du? Das meine ich.
Nicht ich sollte das tun, sondern... Saul. Hätte er doch bloß nicht all diese dummen Entscheidungen getroffen, um mehr wie ich zu sein. Ich hab so einen Schiss, dass irgendwas schief geht. Dass alle... Ich bin morgen bei dir. Egal, was passiert, wir bleiben zusammen und schaffen es irgendwie. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Du würdest tun, was du tun musst. Was weißt du schon? Auch die Art und Weise, wie diese Lines rübergebracht werden, das ist einfach sehr, sehr schön. Wie? Ja. Hast du keine Angst zu sterben? Ach komm, wenn wir die Chance haben, warum nicht? Nicht so viel wie um dich. Komm her. Woran denkst du gerade? An die erste Nacht, die ich hier oben verbracht habe. Ich war noch unterwegs, fast zurück beim Lager, und musste irgendwie den Kopf freikriegen. Bevor Saul und du euch wieder an die Gurgel gingen? Es war stockdunkel. Nichts. Nicht ein Stern am Himmel. Nur der Wind und ein paar Motoren waren in der Ferne zu hören. Und ich habe darauf gewartet, dass die Welt um mich zerfällt. Dass meine Gedanken zum Stillstand kommen. Sind sie das? Nein. Mir wurde klar, dass das nie passieren würde. Dass mein Kopf immer rasen würde, selbst wenn ich frierend auf einer Klippe sitze. Ich könnte die ganze Nacht hier bleiben. Das würde mir gefallen. Ja, dann machen wir das doch ganz einfach. Keine Ahnung, wie sehr ich das brauchte. Tja. Dann mal los, bevor unsere Ärsche festfrieren. Saul, klingt nach dem Plan. Gehen wir. Vielleicht hat er neue Infos. Okay. We gotta live together. Forward to death. Okay, der Missionsdame macht mir jetzt etwas Sorgen, muss ich sagen. Was ist denn Juden los? Oh Gott. Vorgepennt. Bin da. Forward to death. Mission verfolgen. Eine kleine Sache. Ich will mal kurz in mein Journal gucken.